Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft Explorer. Und wir sind dabei, mit dem ME-System umzuziehen. So, ja, gestern war ja Livestream leider nicht so lang, weil nicht die Zeit dafür da war. Und wir werden heute direkt weitermachen. Und ich würde sagen, wir werden heute mal, wie ihr seht, also wir werden heute mal, oh, ich höre hier schon wieder ein Viech. Naja, sollte uns nicht weiter stören. Wir werden heute mal anfangen mit der einfachen Erzverdoppelung. Wir fangen jetzt wieder, sagen wir, relativ klein an, weil ich leider nicht weiß genau, wie Alex das hier mit dieser Erzverdoppelung angefangen hat. Wie das genau funktioniert. Was wir dann später vielleicht auch noch machen werden, ist hier unseren Eruptiv-Extruid, oh Gott, ja, nach oben zu schaffen und auch das Lava. Und ja, wir werden wahrscheinlich einen Raum bauen müssen, wo wir solche Tanke einbauen müssen. Was wir auch machen müssen, ist, weil ich möchte ja nicht unbedingt jetzt hier noch eine Wasserleitung hochbauen, weil wir brauchen oben auch Wasser. Ja, wir werden oben eine unendliche Wasserquelle bauen, wo wir dann auch eine Wasserpumpe hinstellen. Im Moment haben wir ja unsere Wasserpumpe hier unten, wo das Wasser direkt aus dem Fluss holt. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir die Wasserpumpen nicht hier unten lassen und das Wasser hochpumpen über einen Endertank. Aber das werden wir sehen. So, das hier müssen wir dann später auch mal gucken, wie wir das nach oben kriegen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der normalen Erzverdoppelung. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe gestern Abend noch ein paar Kabel gecraftet, weil Kabel werden wir brauchen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier die Segmer. Haben wir noch eine Segmer? Ich möchte hier mit zwei Segmen rein, bis Alex dann quasi so weit ist. Hier ist auch noch eine Segmer. Die ist konfiguriert. Wieso ist die konfiguriert? Dann müssen wir uns das mal anschauen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Crafter und die ME-Schnittstelle. Okay. So, ich würde sagen, ich baue hier einfach noch mal ab und wir fangen eine Produktionsstraße an, wo wir hier theoretisch, wir müssen hier dann auch noch mit dem Stromkabel irgendwie rumkommen. Am besten so rum. Und ich würde sagen, was haben wir denn hier? Warte mal. Ja, wir machen das erstmal folgendes. Ich hau hier mal kurz den Obsidianstein rein, weil ich habe auch noch angefangen, ein bisschen den Raum auszuheben. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Darum. Ja, ich kann es euch auch kurz zeigen. Ich habe mal angefangen, den Raum auszuheben für Alex. Ja. Und ich glaube, da unten sind dann auch die Monster. Ich nehme mal vorsichtshalber das Schwert in die Hand. Reins runter. Ja, hier. Das Nachtsichtgerät anschalten, weil hier wird es sehr dunkel sein. Was heißt, ich habe den Raum angefangen. Ich habe einfach mal jetzt hier schon mal einen Gang nach hinten gebaut, um zu gucken, wie groß das überhaupt wird, ja. Und ja, wird 4 hoch werden. 4 oder 5. Schauen wir mal.
Und hier draußen hat Alexia gesagt, kommen seine Tanks hin. Ja, müssen wir dann auch gucken, dass wir die da hinbekommen. Also der erste Tank hier, so wie der hier dasteht. Weil die brauchen ja verdammt viel Wasser. Ja. Und ja, das aber eins nach dem anderen. Jetzt machen wir erstmal das im E-System und danach machen wir das Mecha-Sim-Projekt. So, da sind wir. Habe ich hier schon Verbindung? Oh, ist. Ja, wir haben noch. Okay, Ziegelsteine hätte ich gerne. Ziegel. Ich nehme mal vorsichtshalber mit. So. Und was brauchen wir noch? Kabelenker, die haben wir da drin. Ne? Weil wir werden auch schauen, dass wir nicht unnötige Verbindungen aufbauen, die wir nicht brauchen. Jetzt gehen wir mal hier noch ein bisschen nach hinten. Und zwar fangen wir hier an dann. So, machen wir das hier mal weg. Und Strom brauchen wir ja auch. Das heißt, wir gehen hier runter. Hier gehen wir wieder hoch. Dann machen wir mal noch weg hier. So, und da hinten kommt dann der Strom rum. So. Ja, am Donnerstag wird es dann wieder einen Livestream geben ab 18.30 Uhr. Und ich hoffe mal, dass es dann auch zeitlich klappt auch mit 18.30 Uhr. Aber ich nehme an, dass ich dann bis dahin das soweit alles eingestellt habe. Okay, die Stromkabel hier. So. Einmal, da geht ja so unten rum. Dann gehen wir hier hoch. Ja, so wird's richtig. Ja. Das sind wir. Okay, da sind wir soweit. Jetzt holen wir noch das ME-Kabel. Habe hier ein paar Stück gebastelt. Ich habe hier wieder Monsterzeug drin, wo wir natürlich gleich mal hier wegpacken. So. Alles klar. Okay. Jetzt brauchen wir die Glasfaser. Hier ist Glasfaser. Und hier kommt hier oben drauf unser erstes Signal. Wir brauchen noch einen ME-Import. Warte mal, das müssen wir uns gleich mal noch holen, dass wir das gleich richtig haben. Eine ME-Schnittstelle. War das richtig? So. Ja, eine ME-Schnittstelle und da drauf stellen wir die Signal. So,
Kabelenger. Ich hatte noch mehr, warte, was sind die? Und da. Irgendwo habe ich die rein. Da. Die Kabelenger sind dafür da, damit die nicht unbedingt eine Verbindung kriegen und noch unnötig ein Kanal dicht machen. Seht ihr? Jetzt haben die keine Verbindung zueinander. Und dann nehmen wir jetzt die Schnittstelle. Ups, so nicht. So, und da kommt hier die Segmel drauf. Was wir ja noch haben, ist dieser... dieser Double Crusher. Da kommt er auch hin. Vakuum Chess Crafter. Ey, ich suche das Ding immer wieder, ey. Da nicht. Wo ist er? Blockblazer. Bin ich jetzt doof? Das sehe ich bloß wieder nicht. Habe ich einen Dotten in die Kiste rein? Die können wir eigentlich auch mal hierher näher herstellen. Nee, aber wir stellen die mal näher ran hier. Wo ist denn... Hier. Ups. Ja gut, wir haben sie. Nee, haben sie nichts. Jetzt. Okay. Manufaktur, die Alloysmelder. Das ist für die Latexproduktion. Vakuumchest. Da ist er. Den hier wollte ich haben. So, das heißt, wir nehmen wieder diese Kabelenker, machen hier zwei Stück hin, machen hier das Kabel hoch, dann den ME-Bus, die ME-Schnittstelle meine ich. Und dann den Double Crusher drauf. So, der Double Crusher. Den werden wir jetzt gleich, wir fangen jetzt mal an, den Double Crusher zu konfigurieren. Und zwar haben wir hier Rezepte. Macht Sand mit einem Kies. Macht Sand mit einem Bruchstein. Ich hoffe, das stimmt so. Ich hole mir mal einen Bruchstein. Ah, wir haben ja noch keinen Strom. Wir machen das mit dem Strom auch gleich. Ah, gut, wir machen den Boden hier mal auf. Weil wir müssen ja auch den Strom anlegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, so wie ich das gemacht habe, ist das nicht gerade von Vorteil. Ich sollte mit dem Strom eigentlich wir sollten das Kabel ich weiß es nicht so genau, weil ja, komm, nee, wir machen das anders da. Ich muss da jetzt mal kurz ein bisschen überlegen. Das bauen wir jetzt nur mal weg hier.
Und das hier auch. Und zwar will ich das so haben, dass die Stromkabel auf dem Ding drauf liegen. Dass die auf dem Stromkabel quasi positioniert werden. So, da machen wir mal hier das wieder zu. So, wo sind die Stromkabel? Da. Ja. Kurz das einsammeln, das Zeug ist teuer. So, und zwar machen wir das nämlich so, dann sind die nämlich so, so, keine Stromkabel mehr. Nicht wirklich, okay, das macht nichts. Ja, wie war denn das? Ich konnte es irgendwie umstellen. Wie war denn das? Warte mal. Shift L? Shift L war das, war mal Shift L. Shift R. Hä? Irgendwie konnte ich das umstellen. Jetzt haben wir's. Jetzt. So, dann haben die nämlich keine unnötige Verbindung. So, gehen unten mal noch ein paar Stromkabel schnell holen. Wenn wir noch ein bisschen was haben hier. Irgendwo noch Stromkabel abbauen. Ja, komm. Die sind eh nicht in Betrieb. Dann bauen wir hier die Stromkabel ab. So. Okay. Das ist ein Itemkonduit. So, das nächste, was wir machen werden, wenn das ist, werden wir versuchen, die Kabelproduktion zu automatisieren wieder. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier die Erzproduktion in Gang bringen. So. Okay. Das kommt weg.
Gut, und jetzt machen wir da von hinten die ME-Schnittstellen ran. Und hier bauen wir die Kabel rum. Ups, das war fast richtig. So. Ich hoffe mal, dass wir schon Strom haben. So, und jetzt schließen wir die da an. Okay, die Cable Anchor nicht vergessen. So, dann sind die drei schon mal angeschlossen. Jetzt gucken wir mal, ob die eine Verbindung kriegen. Das hier können wir wieder abbauen hier. Ah, siehst du, die sind schon online. Sehr schön. So, jetzt müssen wir die noch konfigurieren. Und zwar hinten. Ey, Alter, ich bin hier am Arbeiten. So, werden die jetzt noch konfigurieren, habe ich gesagt. Hinten Push In und Push Out, okay. Dasselbe hier auch. Ups. Pull, Push, Push In, Pull Out. Und ich kann mir nicht konfigurieren. So, was ich jetzt haben wollte, ich wollte einen Bruchstein haben, weil ich das jetzt mal kurz testen möchte. Ihr kommt mal kurz da rein, du auch. Habe ich Zugang? Ich hoffe es. Dann müssen wir uns hier oben noch so ein Teil bauen. Wo kommt denn ihr her? Ich habe doch hier oben ausgeleuchtet. Alter. So, ich mache jetzt hier mal kurz einen Bruchstein rein. Und hier auch. Und hier kommt raus Sand. Sand. Okay. Ein Sand mit einem Bruchstein. Es ist natürlich die Frage, was ich jetzt nicht, was ich immer falsch mache. Ja? Holt der mir das auch raus hier? Jetzt machen wir das nochmal raus. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das produzieren. Herstellbar. So, ich mache jetzt mal zwei Sand. Stopp. Start. Es geht auf jeden Fall rein. Er wird aber nicht rausgenommen. Das heißt, wir müssen da auch noch einen Exportbus machen, oder wie ist das? Bei dem hier ein Exportbus. Wie ist denn das, wenn ich jetzt bei dir das machen? Wenn ich jetzt hier einen Bruchstein reinmache, passiert Folgendes. Es kommt raus Kies und Sand. Das wird aber raustransportiert, was der nicht macht.
Das heißt, wir müssen. Was ist denn das hier? Eine ME-Schnittstelle. Ein Import-Bus nehmen. Und hier oben ein Import-Buschen bauen. Ich hoffe, das stimmt. Nein, ein Exportbus brauchen. Wir brauchen einen Exportbus. Das hier brauchen wir. So, das will ich noch zum Laufen haben hier. So, wir bestellen uns jetzt noch mal einen Sand. Und Start. Autosplits Item on. Ich hasse sowas. Ich bin nicht gerade im ME-Profi, muss ich sagen, ne? Mal, bis der online ist. Ich nehme mal den Sand hier raus. Oh. Ach ja, wir haben ja auch Nacht. Na super. Wenn es Nacht ist, haben die natürlich keinen Strom. Das will ich noch zum Laufen bringen. So, jetzt sind sie online. Alle? Okay. Jetzt will ich sehen, ob das raus transportiert wird. Habe ich jetzt eine ME-Schnittstelle hingebaut? Ich Idiot. Importbus. Wird nicht rausgezogen. Ein Importbus ist richtig, weil der zieht ja den raus. Aber der macht es nicht. Okay, probieren wir mal was anderes aus noch. Ich mach mal den Was haben wir hier? Importbus. Wir bauen hier hinten den Importbus hin. Will, dass der das rauszieht.
Ja, der ist noch nicht online. Müssen wir kurz warten, bis er online ist. Na. Jetzt ist er online. Und wird rausgezogen. Also der kann nur von hinten rausgezogen werden. Okay. Und wenn ich jetzt die ME-Schnittstelle. Dahin baue und hier das Rezept reinmache, erkennt das nicht. Der erkennt es nicht von oben. Das heißt, wir müssen also. Nee, ist auch noch nicht. Doch, jetzt ist er online. Jetzt. Nochmal. Weiter. Start. Okay, er arbeitet und. Wird rausgezogen. Perfekt. Na, dann läuft mal das erste. Und dann können wir hier nämlich. Ja. Gut. Dann haben wir mal das erste. Und in der nächsten Folge werden wir dann weitermachen mit unserer Segment-Konfiguration. Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, schreibt es doch. Nein, schreibt es nicht. Doch, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ihr nicht verpassen wollt. Ihr könnt mich aber auch abonnieren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.